Nachdem ihr euch jetzt den Bauch rot geklopft habt oder die Finger wund an einer Tischkante, wie auch immer, wollen wir uns jetzt nochmal mit weiteren Varianten der Vierteltriole beschäftigen und einen Ausblick geben auf andere X-Olen, wie mit denen umzugehen ist. Aber zunächst geht es hier ins Kapitel 12 dieses schönen Heftes Everything is Rhythm, Rhythm is Everything. Und da geht es direkt mit der Übung 127 in das Binden von Vierteltriolen hinein in einen anderen Notenwert. Das macht der Stefan Mattner hier mit der dritten Vierteltriolen rüber auf die Zählzeit 3. Das heißt, ohne den Bogen wäre das bei einem halben Schlag 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jetzt habe ich den Bogen schon mitgenommen. Ihr merkt, ich sehe die Noten und mache das sofort. Ohne Bogen wäre es so. Mit Bogen. Das geht hier munter weiter, das Spiel. In der 129 dreht er das beispielsweise genau um. Er beginnt mit der halben, bindet rüber auf die Zählzeit 3. Das ist die erste von drei Triolenvierteln. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und ihr merkt, es entstehen schon richtig rhythmische Patterns. Ja? Interessant wird das Ganze natürlich, wenn ihr tatsächlich den Viertelschlag einstellt und dann damit leben müsst, dass immer wieder dieser nervende zweite Viertelschlag da ist. 1, 2, 1, 2. Aber das habt ihr ja wunderbar geübt und ist für euch eigentlich kein Problem. Aber bitte nicht sowas. Das ist falsch. Das ist richtig. Und das kann man auch schön mit dem Instrument dann machen. Erstmal mit einem Ton. Und wenn es Stress gibt, Bogen weg. Und dann den Bogen wieder hin. Später mehrere Töne. Und schon seid ihr mittendrin im Musik machen. Das verschafft euch Sicherheit. Doch wie geht man jetzt mit Quintonen um? Ach du meine Güte, 5. 5 gegen 2? Ja. Der entscheidende Punkt ist auch hier. Zählt immer auf den nächstgrößeren Wert. Eine Achtelquintole läuft über eine Viertel. Ja? Denkt man. Aber eigentlich läuft eine Achtelquintole über eine halbe. 4 Achtel sind eine halbe, 5 Achtel ist halt ein bisschen mehr. Kann aber auch anders sein, aber wie gesagt, eine 16-Quintole, die läuft über eine Viertel. Am Ende des Tages müsst ihr euch das gesamte Notenbild mal ansehen. Komponisten erlauben sich manchmal auch merkwürdige Schreibweisen. Tatsache ist, was man lernen muss, ist auf den Schlag, der quasi in der Parallelstimme das Gesamtmaß dieser Quintole einnimmt, zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5 und dann gleichmäßig diese 5 drüber zu zählen. Das ist nämlich nicht so einfach. Also, 1, 2, 3, 4, Mist. Vielleicht nehmen wir uns einfach ein Wort, das 5 Silben hat. Lokomotive, 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 das geht gut. Ja? Und wenn ich mir jetzt meinen 60er Schlag wieder nehme und das ein bisschen übe, Lokomotive, 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 das geht gar nicht schlecht. Ist ein bisschen anstrengend, aber Lokomotive, 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 Lokomotive. Vielleicht ist das jetzt ein Wort, das euch unangenehm ist. Sucht euch doch ein anderes aus, das 5 Silben hat. Ihr merkt, ich bin im Geiste schon eins weiter. Ich will nämlich jetzt zur Septole. Und da wird es mit der 60 schon richtig anspruchsvoll. Denn bei 7 brauche ich ein 7-silbiges Wort. Ich nehme da gerne die bekannte und beliebte Schauspielerin Gina Lollobrigida. Gina Lollobrigida. 7 Silben.
Gina Lolo Brigida, Gina Lolo Brigida. Das muss ich schon können. Wenn ich kein Italiener bin, fällt mir das etwas schwerer. Aber ich versuche das. Gina Lolo Brigida, Gina Lolo Brigida, Gina Lolo Brigida, Gina Lolo Brigida, Gina Lolo Brigida. Der Witz ist Gleichmäßigkeit. Also bitte nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist falsch. Ja? Ähnlich wie der wunderbare Satz. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rhythmusgitarrist bin. 2, 3, 4. Oder hey, 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 ich bin der musikalische Leiter. Also ihr merkt, man kann auf vielerlei Art und Weise in die Falle laufen. Dieses gleichmäßige Sprechen von Worten hilft euch sehr. Ja? Triole ist ja noch gut zählbar. Quintole, Lokomotive, Septole, Gina Lolo Brigida. Ab diesen Nonolen und Undezimolen geht es meistens um eine Art von Glissando. Es geht aber am Ende des Tages darum, auf einen Schlag 9, 11, 13, 15, 17 Noten gleichmäßig unterzubringen. Und das kann man schön üben mit unserem liebsten Freund und Helfer, dem Metronom. Und wenn ihr euch da mal aufnehmt, damit beenden wir diese Triolenreise. Dann wird es nämlich interessant. Dann ist der Moment der Wahrheit gekommen. Und davor fürchtet sich der ein oder andere und denkt, na, wenn ich mich aufnehme, dann höre ich ja, wie es ist. Denkt nicht an Tonqualität. Denkt wirklich nur an die Frage, ist das, was ich da mache, rhythmisch richtig? Und euer Handy reicht da völlig aus. Ihr müsst kein Equipment kaufen. Einfach die Aufnahmefunktion des Handys nutzen und mal hören, ob ihr rhythmisch wirklich da seid, wo ihr hingehört. Das ist der Moment, um den es am Ende geht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben.